Hallo Peter, du hast mir gerade, und zwar geht es um eine nach oben geöffnete quadratische Funktion oder Parabel. Und diese hat 0 Stellen bei x1 gleich minus 1 und x2 gleich 3. Der eingeschlossene Flächeninhalt zwischen dieser Funktion und der x-Achse im Intervall von 1 bis 3 ist a gleich minus 10,67 Flächeneinheiten, hast du geschrieben. Ich sage immer, es gibt keine negativen Flächen, deswegen müsste man da vielleicht nochmal nachfragen, ob das vielleicht nicht doch ein Plus sein soll. Egal, wir können es auf jeden Fall rechnen, ich wollte nur darauf hingewiesen haben. So, erstmal denkt man, okay, das ist eine Rekonstruktion, aber es ist eine relativ einfache Rekonstruktion, weil es nur um einen Parameter geht. Ich werde jetzt mal sagen, wir haben ja hier zwei Nullstellen. Das heißt, wir können eine quadratische Funktion immer anhand der Nullstellen auch tatsächlich bestimmen. Das, wieso denn plus 2? Ja, das ist natürlich totaler Blödsinn jetzt. X plus 1 mal x minus 3. Es ist gefühlte 48 Grad warm hier. Sehen wir mir bitte nach, dass ich hier gerade das hingeschrieben habe, erst mit der 2. Also, wenn wir hier in diese Klammer die minus 1 einsetzen, kommt insgesamt aus dem ganzen Term 0 raus. Und wenn wir die 3 hier für das x einsetzen, dann kommt hier in der Klammer 0 raus und dann auch für den gesamten Term, weil hier steht ein Mal dazwischen. Das heißt, dieses hier ist eine Form dieser gleich oder dieser gesuchten quadratischen Funktion. Jetzt haben wir allerdings noch die Möglichkeit, das ganze Ding zu strecken oder zu stauchen. Das will ich mal ganz kurz hier einmal zeigen. Wir haben hier minus 1 und da haben wir die 3. Und jetzt können wir natürlich hier eine sehr gestauchte Funktion haben oder wir können eine etwas weniger gestauchte Funktion haben. Beide haben hier die Nullstellen hier und dort und dann liegt hierbei nichts näher als Stauchungs- oder Streckungsfaktor nur etwas vor dem x-Quadrat. Nee, Quatsch, das ist Blödsinn. Wir können also uns vorstellen, dass diese Funktion irgendwie gestaucht oder gestreckt ist. Die gesamte Funktion. Deswegen können wir hier ein a vor diese gesamte Klammergeschichte schreiben und bekommen dann hinterher als Gleichung der Funktion ax² minus 2ax minus 3a. Wir können auch schreiben a mal x² minus 2 minus 3. 2x natürlich. Ja? Gleicher Hinweis wie eben. Es ist schweineheiß hier. Gut, also das haben wir jetzt etwas erstmal. Und dann haben wir also hier im Weiteren steht hier das Integral von 1 bis 3. Das sind die Grenzen, die hier vom Intervall gegeben wurden. Wir können ja ausschließen, dass in diesem Intervall Nullstellen sind, denn die Nullstellen von der quadratischen Funktion kennen wir. Die sind bei minus 1 und 3 und dann haben wir halt keine Probleme. Von dieser Funktion, und ich schreibe jetzt mal a mal x² minus 2x minus 3 hier hin, denn dann können wir die Regel, also dx will ich noch vorher hinschreiben, und ist gleich minus 10,67, kann ich auch noch hinschreiben. So ist die Gleichung. Wir können auch diese Gleichung da hinschreiben. Und hier können wir jetzt das a vor die Klammer ziehen. Das ist eine ganz schöne, oder vor die Klammer, also vor das Integralzeichen. Jetzt wird das ganze Ding ja aufgelöst, das heißt, das dx führt dazu, dass wir hier die Stammfunktion einschreiben. Und die Stammfunktion ist ein Drittel x Quadrat, das ist nämlich das x Quadrat, x hoch 3, Entschuldigung, minus, jetzt mache ich das mal schnell, minus x Quadrat minus 3x. Klammern brauchen wir nicht mehr. Wir nehmen hier die eckigen Klammern und machen hier hinten die 1 und die 3 wieder dran. Also dieses Video hier wird ja ganz schön überschattet. Also, wir haben jetzt hier eine ganz normale Integration zu machen. Das heißt, wir setzen hier die 3 ein und dann die 1 ein. Das heißt, wenn wir bei der 3 kommt dann, wenn wir die 3 ausrechnen, kommt da minus 9 raus. Und hier hinten kommt da minus, das habe ich jetzt gleich ausgerechnet, minus 3, 2 Drittel. Und hier sind natürlich jetzt die Klammern drum und das a steht noch davor. Ist gleich minus 10,67. Und jetzt rechnen wir das in der Klammer dann natürlich auch nochmal aus. Das sind dann minus 5 2 Drittel. Und dann sind das auch minus 5 2 Drittel a. Oder minus 5, ja, minus 5 2 Drittel a. Wenn wir jetzt 10,67 durch minus 5 2 Drittel rechnen, kann es überhaupt sein? Das müssen 5 ein Drittel sein. Ich habe mich hier verschrieben. Wir hatten 9, minus 9 minus 3 2 Drittel und plus 3 2 Drittel. Jetzt ist alles im Eimer. Also wir hatten hier minus 9 plus 3 2 Drittel. So, wenn ich minus 9 plus 2 Drittel mache, kommt da ein Drittel raus.
irgendwas mit ein Drittel, also steht hier 5 ein Drittel a und zwar minus. Jetzt teilen wir das Ganze durch minus 5 ein Drittel a und dann kommt da a gleich 2 raus. Das können wir jetzt da einsetzen, entweder hier oder da und haben dann die Funktion bestimmt. Und für dieses holprige Video möchte ich mich nochmal ausdrücklich hier entschuldigen. Nein, das muss ich glaube ich nicht. Aber falls das jetzt zu viel hin und her war, sag mal Bescheid, wenn man das sich nicht mehr angucken macht. Ansonsten gerne weitere Aufgaben schicken und kommentieren. Das würde mich freuen.